Ja, liebe Leute, heute geht's weiter mit unserer FIFA 23 Karriere. Es geht so langsam ins Finale. Einer unserer ehemaligen. Es geht rein ins Spiel. Heute ist der Gegner Zwickau auswärts, müsste es eigentlich sein. Genau. Und da wollen wir tatsächlich den Titel klauen, wenn ich richtig im Kopf habe. Oh. Nikolas Law und Lawrence Necker? Nein. Abgelehnt. Aber sowas von abgelehnt. Und da wollen wir den Titel durchaus klar machen. Da geht es zu Hause gegen Oldenburg. Und wir gehen rein in die Pressekonferenz. Schön, dass Sie alle da sind. Dann beginnen wir mit den Fragen. Ja, wir wollen heute das Ding zu machen. Ich gehe mal von außen, aber wie gesagt, natürlich sind immer wieder so Gegner dabei, wo es einfach nicht passt. Ich erinnere mich an ein Spiel, glaube ich, mal gegen Halle. Ich glaube, da haben wir verloren oder unentschieden gespielt oder sowas. Ich glaube, gegen Halle haben wir verloren, ne? Das kann auch durchaus anders aussehen. Naja, ey, mal schauen. Wenn wir potenziell abgerufen haben, so Chancen nutzen, gehe ich davon aus, dass wir es ohne Probleme schaffen. Unentschieden, okay. Ja, wir müssen natürlich besser spielen. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich bei allen. Adieu, mit Öl. So, gut, gehen wir rein. Switch. Müssen wir ein bisschen rotieren, weil da irgendwelche Spieler nicht ganz fit bin. Nö, sind sie nicht. Außer Noboa vielleicht ein bisschen. Na komm, wir lassen mal wieder links spielen vorne. Bayer. Und das ist keine Degradierung, das ist einfach nur mal. Ich möchte es einfach gerne mal ein bisschen auch die Jungs spielen lassen, die Jugend. Unsere Talente für die neue Saison, gerade weil Carvalho wahrscheinlich Stammspieler sein wird in der zweiten Liga-Saison. Und vielleicht spielen wir auch tatsächlich nächste Saison international. Das steht ja auch noch nicht im ganz. Wir stehen dann auch noch ein bisschen im Raum. Wir haben das Pokal-Halbfinale, das müssen wir überstehen. Wenn wir das Finale einziehen, nachdem wieder der Gegner ist, können wir nächste Saison international spielen. Ein Sieg noch und dann ist der Traum Realität. Dürfen Sie heute jubeln. EA Sports zeigt Ihnen live. Bleiben Sie dran. Genau so ist es. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und vielleicht können die Gäste heute tatsächlich Meister werden. Das ist geil, oder? Ich spüre an der Atmosphäre hier. Das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Die Gäste stehen heute vor dem ganz großen Triumph. Es winkt der Gewinn der Meisterschaft. Und da muss der Trainer der Mannschaft gar nicht mehr viel mit auf den Weg geben. Jeder weiß, worum es geht. Die Jungs sind natürlich top motiviert. So. Natürlich sind die Jungs heiß, wir wollen das Ding klar machen. Für diese Aufstellung entschieden. Sie wählen ein konventionelles 4-4-2. Dürfte von Ihrer Seite also ein ziemlich offensives Spiel werden? Also auf dem Papier. Wir gucken, wie sich das auf dem Rasen darstellt. So, 4-4-2 von Zwickau. Die Teams klatschen sich noch ab. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Das ist unsere Truppe. Heute im 4-5-1, wenn ich zwei das sehe. Das ist richtig. Spieler, die gelb gesperrt werden sie. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Ja, ich hoffe größtenteils wird diese Truppe halt zusammenbleiben. Ja. Das ist klar. Aber mal schauen.
Es werden einige punktuelle Verbesserungen sie haben. Es wird viel auf Jugend wieder gesetzt, es werden einige Talente vielleicht auch hochgezogen. Mal gucken, was wir haben, wenn wir was machen, wenn wir was angehen in der zweiten Liga. Jetzt also heute den Titel klar machen. Und dann einfach schauen. Meier. Nimm mal die Könnte Seite. Ey, das ist Luke Hermann. Und irgendwie hält er ihn. Und der Keeper hat den. Die erste Chance für unsere Jungs. Okay. Der geht vorbei? Hat der den nicht Ach, der vielleicht der Abpraller, ja, das kann ja sein. Dass da noch ein Abpraller mit dabei war. Dann war es vielleicht doch richtig. Die Mannschaft mit den wenigsten Toren gegen das Team mit den meisten Toren. Können wir das schon? Ja, Perry. Formsache abhaken, Buschi? Also aus meiner Sicht nicht. Nein. Nichts Formsache. Die könnte, wenn wir ehrlich sind, eindeutiger nicht sein. Aber wir warten mal lieber ab. Das könnte. So ist es. Wir haben 111 Tore auf dem Konto. Werden, auch wenn es im ersten Schritt nicht so klingt. Oh, das sind schon mal 2-2. So, Carvalho. Er dribbelt nach innen. Ah, schade. Probier das nochmal. Ulrich! Schiri, der hat schon Hand. Was? Ne, war nicht Hand. Okay. Eichinger. Ah, Latteier halt dran. Aber ist zu lang. Meier, sehr gut gemacht, gut mitgenommen. Gute Ballführung, das will er jetzt alleine machen. Meier und Spack. Weil da ein echter Meister im Tor steht, ein echter Köln. Gute Chance, gehalten. Ja, der muss aber als Keeper auch halten, muss ich sagen. Ecke kommt, George. Die Ecke kommt. Und Meier. Und noch ein Eckstoß. Wir haben schon gefährlicher. Schön auf dem ersten Pfosten. Oder beziehungsweise in die Richtung. Kommt die Ball? Kann der Ball? Ach, war zu kurz. Ja. Gefahr erstmal bereinigt. Ungefährliche zweite Ecke. Jetzt haben wir es. Putzen. Der Ballverlust. Lippert. Ja, schön gemacht. Gut gesehen. Vorteil hier. Geld wird sich geben. Genau auch ins Vorteil gibt. Das ist aber die richtige Entscheidung, hier den Vater zuhaufen zu lassen. Ha. Der Befreiungsschlag. Ja, ja. Oh. Es gibt den Freistoß, zunächst auf Vorteil entschieden, aber jetzt doch abgepfiffen. Schiri? Für uns? Ne, für die, ne? Verdammt, das hat den Angriff nicht weggepfiffen. Ja, so, wir tun es ein bisschen schwer. Wir haben so drei Chancen gehabt, aber der Keeper hat so gut gehalten bisher. Und noch ist es 0-0 halt. Ich gucke auch erst mal auf unsere Hausaufgabe. Schön dazwischen gegangen. Guter Pass jetzt. Den Ball spielt er gut. Pedro Carvalho, Pfosten. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Der wird noch wahrscheinlich sehr, sehr viel Spaß machen. Nicht zu übersehen. Hier hat es noch nicht geklappt. Das Aluminium ist im Weg. Ich vermute, dass der noch richtig Power hat. Alter. Druck, nächster Angriff läuft. Eckhoff! Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Mann. Szene nicht in Gefahr. Der hat sich schön noch weggedreht. Der hat sich schön noch da vorne weggedreht. Da ist das Pressing erfolgreich. Da setzt er sich gut durch. Ah, abgeblockt. Gut aufgepasst. Aber dann nachgesetzt. Könnte die Führung werden. Abgeblockt. Ecke. Gute Chance natürlich hier in Führung zu gehen. Überlegenheit auf jeden Fall ist da, aber noch nicht. Geklärt, Ball weiter gefährlich. Aber noch nichts. Bisher konnten der Keeper das halten. Es ist ein Spiel auf einen Tor. Wir hatten bisher alle Chancen, meiste Ballbesitz, meiste Torchancen, meiste Schüsse aufs Tor. Also es würde mich wundern, wenn wir hier nicht irgendwann in Führung gehen würden. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Nochmal, eine Chance vielleicht noch. Vielleicht noch. Ja, doch. Ja, gut dazwischen. Ah, wieder zu. Zu verspielt da.
Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. So, Pause. 0:0. Das hätte ich auch nicht gedacht. Nicht rund für die Gäste. Es steht unentschieden. Noch läuft es hier nicht für die Mannschaft mit dem besten Sturm. Keine Tore erzielt. Das war noch nicht das, was wir von ihnen kennen. Aber wir warten ab. Noch haben sie eine Hälfte Zeit, das zu korrigieren. Ja, also ich musste klar in Führung gehen. Du musst mindestens 1-2-0 in Führung gehen. Ich gucke mal kurz mal auf die Statistiken zur Pause. Haben wir da irgendwo eine Information? Hier unten, glaube ich, oder? Ja, Tetsch ist das Tor. Bei Besuch wurde 57%, aber hatte Tore 1,9. Ja, wir sind, also da, wo die ganzen orangen Balken sind, das ist klar für uns. Nur bei Pässe, 2 Kämpfe durchaus. Ja, und die Freischüsse sind sie tatsächlich noch besser. Aber zweite Halbzeit, 45 Minuten haben wir noch. Und hier muss irgendwann mal das 1-0 fallen. Es wäre hochverdient. Göbel dazwischen gegen George. Und der Teier. Aufpass. Ja, das war vielleicht ein bisschen Glück dabei, dass er den durchkriegt, aber das passt auf jeden Fall. Ja, ich hatte gehofft, dass ich den kriege. Ja, nicht, dass die Zwickauer plötzlich der nächste Gegner sind, gegen den wir patzen, ne? Zum zweiten Mal in dieser Saison. Wir haben ja Saarbrücken bisher nicht schlagen können, aber unentschieden verloren. Das 0:3-4. Meier. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt Zwickau, Hinspiel 2:2. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Ich krieg's gerade noch nicht dahin, dass ich den gefährlich versenken kann. Cavallo. Ja, Cavallo. Da muss er aufpassen. Geht dann hinterher, kommt aber nicht gefährlich durch. Oh, dann den Pedro. Maja, jetzt ist es. Ja, so schnell kann es gehen. Jetzt hätten sie es geschafft. Ist das das Tor zum Titel? Es bleibt spannend. Schwerer Fehler und sowas wird natürlich bestraft. Klar. Und der Keeper hat gut gehalten und dann ist es plötzlich ein Torwartfehler. Gut nachgesetzt, immer wieder hinterhergegangen. Und dann aus dieser Situation macht er das 1:0. Und dann führen wir. Yes, hochverdient, Meier. Tor Nummer 26. 2 brauchen wir noch. Dann hätte er den Rekord. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ach, was soll. Endlich ist das scheiß Band gebrochen, ey. Gut dazwischen. Ja, Ball prallt ab, geht zum Gegner wieder zurück. Kollegen bieten sich an. Und Lippert. Ja. Geht da rein. Klasse Vorstoß. Da ja, das hätte sie besser spielen müssen. Jetzt haben sie den Ball doch verloren. Ja, noch nicht. Also es ist schon bitter, dass ein Torwartfehler den Zwickauer den oh, da ist er durch. Den Rückstand brachte. Und das war ganz, 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 ganz wichtig bei dich. Die wollte ich gerade ausholen. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, das hat er zweimal gut gemacht. Das macht er aber nicht ein drittes Mal. Das war eine gute Happy. Gelegenheit. Wir sehen das frühe Pressing. Ah, der war gut, ganz wichtig. Der nächste. Ja, das wird gelb nochmal nachträglich geben. Ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Schön durchgesetzt. Ist es das jetzt? Jetzt die Chance. Erst die Parade, aber dann. Und jetzt ist das 1-1. Und das ist so bitter. Ist es denn zu glauben? Weil es ist das erste. Das die Meisterschaft ist damit erstmal wieder in die Ferne gerückt. Aber noch ist alles drin. Sie wissen ganz genau, worum es geht. Sie müssen das jetzt wegstecken. Ah, ist das bitter. Eine schnelle Antwort finden.
Ah, ist das bitter. Ist das bitter, weil das Ding... Ah, ist das bitter, weil das ist eigentlich die erste Chance, die sie hatten im gesamten Spiel. Das ist, tut richtig weh gerade, dieses Ausgleichstor. Aber wir haben noch 10 Minuten. Sie wechseln jetzt. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ja, der ist völlig auf den Kopf gestellt vor allen Dingen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ja, da ist aber keiner mit, der mitgeht, ne? Ja, mach ich vielleicht. Platz jetzt. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Ja, das kriegst du gerade nicht gebacken. Jetzt hat der Gegner die Chance. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Das ist jetzt gerade echt nervig. Schiri! Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Der Spitze gegen den zweiten Aufsteiger unentschieden. Gegen das zweite Team auch unentschieden. Es gibt Elfmeter. Du verlierst das Ding nicht jetzt noch, oder? Ja, das ist ein typisches FIFA-Spiel. Jetzt musste das Ding auch. Sie können in Führung gehen. Der überpasst. Boah, ist das bitter. Du hast das Ding so haushoch fallen. Du hast das Ding so haushoch im Griff. Entschlossen das Ganze und verliert das Ding noch. Der Ball unten im Eck. Keine Chance für den Keeper. Das war's für heute. Das ist der Schlusspfiff. Sie hätten heute gerne schon den und Zwickau ist das zweite Team, das du nicht schlagen kannst. Das nicht geklappt. Und warum? Ich glaube, es gibt keinen Grund, Chancenverwertung. Der Gegner hatte 2 Torschüsse, die haben sie beide gemacht. Vor sind alle Chancen da, es zu schaffen. Ich bin sicher. Sie werden auch am kommenden Spieltag wieder alles geben, alles versuchen. Und es wäre verdient, wenn sie es packen. Boah, tut das weh. Das tut richtig weh, weil es unverdient ist einfach. Es ist sowas von unverdient. Ich weiß nicht, wie viele Torschüsse du hattest. Ja, der Keeper hat es mehrmals gut gerettet. 13-5 Torschüsse, du verlierst das Spiel mit 2-1. Naja, ist halt so. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. So. Ja, das war ein Ausrutscher natürlich. Das ist, glaube ich, die 6. Saisonniederlage, ne? Mittlerweile. Eine Reaktion, ganz einfach. Heute hätte sie nicht reißen dürfen. Heute hätte sie definitiv nicht reißen dürfen. Also es war nicht verdient, muss ich sagen. Wenn es eine verdiente Niederlage wäre, wäre das wieder eine andere Geschichte gewesen. Aber ja, der Gegner hat es gut gemacht, hatte ein bisschen Glück bei vielen Situationen, einen guten Keeper und haben halt einfach 2 Chancen, die sie hatten, genutzt. Im Gegensatz zu uns. Wenn du mit 10-0 zur Halbzeit stehst, der zweite Halbzeit wäre nicht mehr so viel, so zwingend draufgegangen. Muss ich sagen.
Das war einfach Pech. Danke, dass Sie bei uns waren. So, gut. Wieder was Weißes passiert. Es ist nun mal passiert. Und ja, die nächste Partie ist dann Oldenburg. Wenn jetzt richtig auf der genau, Oldenburg-Heimspiel. Sechste Saisonniederlage. Genau. Wir haben jetzt 13 Punkte Vorsprung. Es ist noch nichts Dramatisches passiert. Also wie gesagt, selbst wenn jetzt 60 patzen würde. Warte mal, dann hätten sie 64, wir hätten 12 Vorsprung, da wäre es theoretisch drin. Ich glaube, ich dachte, die Gottschalk hat jetzt 9 Gegentore. Das war die Tordifferenz. Selbst da wäre es rein theoretisch geschafft. Also, Moment, je nachdem, halt, wir haben ja schon 34 Spieler, ne? Wenn 60 nicht gewinnt oder verliert, sind wir Meister. Aber wie gesagt, wir haben das Heimspiel gegen Oldenburg, da können wir es klar machen. Und zu Hause ist es doch immer viel schöner. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, morgen um 14 Uhr. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten werdet. Weil dann hoffentlich endlich den Titel feiern. Bis dann.